Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, diesmal gibt es wieder ein kleines Wettbewerbsgameplay. Es steht FFA an und wir spielen Atlas Foyer. Diesmal sieht mein Hangar ein bisschen anders aus als sonst, denn ich habe hier zusätzlich noch den Orion dabei mit den Railgun 12 und dem Maverick als Piloten. Ich habe noch ein zweites Paar Railguns auf Onyx dabei. Das wechselt ihr immer, manchmal nehme ich Onyx mit, manchmal nehme ich Guardian mit, je nachdem. Und dann haben wir natürlich unseren obligatorischen Bastion mit Arctorrents, den Eclipse mit Ember Guns und den Surge mit Disc Launchern. Alles in dem wunderschönen Futuristik Gold Skin. So, wir legen los und gucken mal, wer uns hier begegnet. So, Runde Nummer 1. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Wir haben Bosanak von SLO. Noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie getroffen. Wir gehen los mit unserem Eclipse und gucken mal, was wir hier reißen können. Tarnmodus ist aktiviert und ab geht die wilde Luzi. Dann haben wir auch direkt einen Nomad, ziemlich gefährlicher Gegner. Die dashen einen echt ziemlich häufig einfach. Okay, schöner Double Kill. Wir haben die Spitzenkiller-Position. Gucken wir mal nach Bosnak oder wie er heißt. Den machen wir erstmal direkt weg. Ja, Nomad ist auf der Map, speziell wenn sie halt von Bots gespielt werden, echt anstrengend. Also ich habe immer echt das Gefühl, dass sie irgendwie hier extra Leben haben oder so. Weil es ist schon teilweise echt hart, was sie nach dem Dash aushalten. Also wenn ein Spieler Nomad spielt, hält der gefühlt zumindest nicht so viel aus. Ja, so, da haben wir ein Brickhouse mit Carbines. Jetzt holen wir uns hier nochmal den Bosnak. Bosanak, wie auch immer. Ah, da spielt ihr den Slick Profile. Sehr cool. Schöner Skin. Auch wenn mir der rote Aerodynamo ein bisschen besser gefällt. Das ist ein bisschen mehr fancy. So. Hatte der gerade Miniguns? Bin mir gar nicht sicher. Was liegt der? Hat der Carbines, oder? Gut, ja. Okay. Bosanak ist wieder weg. Ich sehe gerade hier Stormwreck. Das ist natürlich auch eine heftige Nummer, wenn die dich erwischen. So, wir sind schon bei 13 Kills aktuell. Schauen wir mal. Ob wir das noch auf die über 20 kriegen. Oh, Sniper und dann Hemlock ist natürlich auch eine miese Geschichte. Also ich kann euch nur empfehlen, spielt oder holt euch den Eclipse. Also wenn ihr gerne FFA spielt, holt euch den Eclipse mit Ember Guns. Der rockt hier richtig in dem Modus. Müssen wir aufpassen, wir haben gerade hier keinen Tarnmodus. Aber jetzt wieder. So, jetzt können wir wieder weitermachen. Ist wirklich bombig, was man hier machen kann. Mit keinem Mech im Spiel kann man so offensiv im FFA spielen, wie hier eben mit dem Eclipse, wenn er seinen Tarnmodus aktiv hat. Ihr seht ja, ich laufe hier total unbescholten rum. Okay, ich hab's verschrien. Ja, ich wurde gekillt. Kacke, mit den Stormwrecks. Ja, Stormwreck 16 und 8 ist natürlich schon eine heftige Nummer. Wir gehen mal weiter mit Surge. Guck mal, was wir damit noch gerissen kriegen. So, gehen wir mal hier ins Sniper-Eck, so nenne ich das. Also das hier ist zum Beispiel auch eine Pole-Position, da kann man sehr, sehr gut mit Railguns spielen. Oh, sehr schön, mit einem Double-Kill. Schön gesplashed. Hier ist auch die Position, die die meisten Leute aufsuchen. Das heißt, wenn ihr hier seid, lebt ihr auch gefährlich, da der gegnerische Spieler vermutlich auch hier rein möchte und euch dann versucht, da rauszukillen. Meistens, entweder wie er jetzt hier, eben mit der Sniper, oder sie kommen auch teilweise von links oder ja doch von links und versuchen euch mit einem Surge wegzudashen oder kommen mit so Sachen wie Killshot und Missile Rack oder so, also ganz ganz wilde Sachen sieht man da teilweise. Jedenfalls versuchen sie euch da rauszubringen und das ja, oh, jetzt bin ich gestorben, scheiße. 9 Sekunden haben wir noch, vielleicht können wir noch irgendwas reißen. Schauen wir mal, wir nehmen mal unseren Wonderman. Zack und, boah, shit. Hätte noch ein 23er sein können. Egal, 22 Kills für mich, 10 für Bosanak. Ich bin First MVP und Third MVP, 18 Kills mit Ember Gun auf Eclipse. Schauen wir mal, wie die nächsten Runden laufen. 1722 Punkte habe ich geschafft. Und ja, GG an der Stelle. Runde Nummer 2 und wir spielen gegen Whale Dietria, irgendwie sowas um den Dreh, wahrscheinlich Russisch oder so, kann ich aussprechen, keine Ahnung. Und wow, okay, wir wurden direkt gehemlockt, Alter, hallo, ach du Scheiße, wurden wir gerade zerlegt, habt ihr das gesehen?
Heftig, einfach nur heftig. Okay, was machen wir? Okay, wir gehen mit Ember ganz weiter. Das ist immer die Rettung in letzter Sekunde. Und da haben wir den guten Whale auch direkt rausgehauen. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Vielleicht kriegen wir hier wieder einen 20er Streak oder so. So, 4 Kills haben wir. Wir sind mittlerweile Spitzenkiller. Haben die Position erfolgreich bekommen sozusagen. Schauen wir mal, was wir über das Spiel halten können. Ja, das hier oben ist übrigens auch eine gute Position, wo ich gerade stand. Ziemlich gut sogar. Insbesondere, wenn man mit Railgun oder eben auch mit Embergun spielt. Meine Herren, du, überall diese dicken Dinger mit ihren EM-Rivalen. Zack, weg mit dir. 7 Kills haben wir schon. Sehr coole Geschichte. Dann haben wir hier, Disruptor. Okay, Disruptor ist offensichtlich auch gerade unterwegs. Gucken wir mal. Und, ja, Disruptor ist halt immer so eine Sache. Also, es kann echt kritisch werden. 9 Kills haben wir, sehr gut. Da der Disruptor also einen Eclipse instant weghaut und, oh scheiße, das überleben wir nicht. Ah, da ist er jetzt rechtzeitig rausgekommen. Schade Marmelade, den hätte ich gerne noch weggeholt. Gut, gönnen wir es ihm, aber jetzt hole ich ihn mir raus. Zack, weg ist er. So, mit Surge. Ja, auch ein extrem guter Mech tatsächlich im FFA mit Disc Launcher. Ihr wisst, ich halte normalerweise nicht besonders viel von der Kombination Surge und Disc Launcher. Ich finde, ja, es gibt einfach Besseres. Aber hier im FFA, krasse Kombi, wirklich krasse Kombi. Ah, hat er gerade einen, er hat einen Bastion mit Emberguns gespielt. Das ist auch eine witzige Kombi. Habe ich mir auch schon öfter mal überlegt, habe mich aber nie wirklich rangetraut. 12 Kills haben wir, eine Minute circa haben wir noch. So, ah, hier kommt der, ja, ich weiß schon, was er hat. Der spielt nämlich auch einen Redox, warum auch immer. Einige der Whale-Spieler sind irgendwie der Meinung, dass das gut ist. Ich, wie gesagt, wenn ich 90% der Spieler im Game, die ich mit einem Redox spielen sehe im Endgame, das sind Spieler von Whale. Okay, wir sind tot. Wir gehen weiter mit unserem Orion und den Railgun 12. Absolut tödliche Kombination. Kann man sehr gut, sehr schnell sehr viele Kills rausholen. Und ich habe jetzt hier auf dem meinen Maverick drauf, der eigentlich auf Guardian ausgebaut ist, aber der Effekt, also das Jägerzeichen von Orion, das reißt halt echt noch eine Menge raus. Deswegen können wir hier gut auch den epischen Piloten nehmen. Der legendäre ist nämlich auf meinem Onyx, den habe ich auch dabei. So, Lydria oder wie er heißt, ist weg. So, 18 Kills haben wir. Ich glaube, die Runde... Ja, ich bin gestorben. Schade, Marmelade. Ja, mal wieder von einem Bastion mit dem Rival 16 und 8. Ja, das ist natürlich auch keine zu unterschätzte Kombi. Oh. Ich glaube, unser guter Whale-Spieler hat die Runde sogar komplett verloren. Oh, ich bin Triple MVP. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Aber eigentlich bedeutet Triple MVP nur, dass man zu oft gestorben ist. 1528 Punkte. Ja, er ist Vierter geworden mit 5 Kills. Autsch. Last but not least, wir spielen gegen, ich würde mal sagen, Benek spricht man das aus, von Arkos. Wir starten diesmal mit unserem Search Dashen erstmal davon, damit wir nicht direkt abgeschossen werden und nehmen auch direkt den ersten Mech unter Beschuss. Wir haben diesmal, ja, die Nomads mit Carbines, okay, das ist mir auf jeden Fall wesentlich lieber als mit AM-Rival. So, unsere nette Spinne von nebenan. Haben wir auch weggeholt. Dann haben wir hier noch einen Surge. Und er hat mich tatsächlich nicht gestunt, denn in letzter Zeit ist es ja quasi schon, ja, wie soll man sagen, Brauchtum, dass die Bots, also die Surge, die von Bots gespielt werden, einen noch stunnen können, obwohl ihr die schon gestunt habt. Also ihr stunt die, dann vergeht so eine Millisekunde, dann stunnen die euch noch. Und das ist halt total ätzend und unrealistisch. Und na, das ist jetzt hier halt mal nicht passiert. Also wirklich, da wird ja mit einer... Da wird mit einem Brauchtum wird da gebrochen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, 4 Kills haben wir schon. Hier unseren Spitzenkiller haben wir auch schon parat. Jetzt müssen wir den bloß noch halten. Aber wenn uns weiter so die Kills geklaut werden, dann wird das natürlich schwierig. Und da haben wir auch direkt nochmal einen Brickhouse. 6 Kills haben wir jetzt hier mit unserem Search. Sehr coole Geschichte. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Sieht ganz nice aus. Und wir... wir müssen wechseln. Das überleben wir nicht. Wir gehen direkt auf unsere Embergun. Wie üblich. Das ist einfach ein total verlässliches Ding. So, schauen wir mal. Da ist noch ein Search. Den nehmen wir doch gerne mal mit. Da haben wir noch einen schönen Brickhouse. Stirb. Geht doch. Ja, und da sind wir hier oben wieder auf einer der
Okay, wir waren auf einer der Pole Positions von der Seite mit Railgun. Ja, Railgun ist bei den Bots sowieso so eine Sache. Die haben ja eine Reaktionsgeschwindigkeit von, ja, unmenschlich auf jeden Fall. So, gut, dann gehen wir hier mit unserer Railgun los, mit der auf Orion. Super Sache auf jeden Fall, wieder Pole Position wie immer. Und da kommt Benek und oh, nein. Oh, ist das mies. Oh, er wird beschossen von der Seite. Das müssen wir nutzen. Nein, er hat noch 1 Millimeter Leben. Nein. Oh, er hat mich weggekillt. Schade, Marmelade. Okay. Das war's dann auch schon wieder mit meinem Orion. Was machen wir? Okay, wir gehen weiter mit Onyx. Onyx ist ein Mech, den ich generell nicht empfehlen kann. Wirklich nicht empfehlen kann. Er ist weder im 2v2, noch im 5v5, noch im CPC zu gebrauchen. Aber im FFA performt er sehr gut. Und ich nutze ihn gerne, um noch schnell ein paar Kills zu machen. So zwischen 3 und 5, wenn die Zeit hinten raus knapp wird. Ist natürlich sinnlos, wenn wir hier gestunt werden. Gehen wir weiter mit unserem Bastion. Ah, schauen wir mal, ob wir noch die 2 Kills kriegen. Also mindestens 16 Kills ist eigentlich immer so das, was ich haben möchte. Ah, da wurde uns jetzt geklaut, schade. Komm. Jawohl, die 16 Kills haben wir. Ich glaube, ein 17. wird es nicht mehr werden, weil halt meine Muni alle ist. Aber gut, schönes Spiel, 16 Kills für mich, 9 für Benek oder wie auch immer man den aussprechen mag. Mit Search MVP und mit Eclipse MVP. Schöne Geschichte. Gut, gucken wir mal. Wir haben 1358 Punkte. Auch ein paar Punkte fürs Arena Playoff. Und er hat 801 Punkte. GG.